So, da gucken wir uns das doch mal an. So. 1, 2, 3, 4. Das ist jetzt Black Terracotta. Check out new recept on book. Yay! Das kann weg, das kann weg. Das und das. Ich brauche immer noch Nautilus-Schalen, Mist. Der war noch nicht genug gehabt letztes Mal. Nee, ich habe jetzt bloß 3er oder 4er. Ich brauche halt 8er. Damit ich das hinkriege. Ich könnte nebenbei, solange das Terracotta noch durchbrennt, das andere, das da unten mal ein bisschen mit Licht machen. Wie macht man nochmal diese Kacklampen? Ich brauche Prismarinschatz. Willst du mich verarschen? Scheiße. Die kriegt man nur durch diese hässlichen Viecher. Ich habe da eine Silk-Touch-Picke. Hier. Dann gehe ich mir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Seelaternen holen. Also gehst du doch wieder zu einer Wassertabelle? Nö. Ich loote unsere bisherigen gefundenen Unterwasserstrukturen. Da sind ja auch manchmal Seelaternen. Da muss ich schon nicht so weit wegfahren dafür. Der nächste Wassertempel ist 200 Blöcke von hier. Nee, nicht Wassertempel. Diese Strukturen. Ich weiß, aber weil du sagst, da muss ich auch nicht so weit wegfahren. Der nächste ist nur 200 Blöcke weit weg. Ja, da werde ich mich jetzt aber nicht hinverpieseln. Ich könnte es zwar machen, aber... Nee. Warum? Dann wäre es eine schöne Folge. Ich... An Ecken. Warum habe ich keinen Bootsound? Oh, dein Handy. Wie mein Handy? Oh. So. Jetzt sowieso Zeit für ein neues Mikro. So, hier ist unser Schneewald. Das heißt, hier müssten eigentlich schon gleich die ersten Strukturen unter Wasser kommen. Was ist... Ich weiß zwar nicht, ob hier schon jemand war, aber ich habe ein Boot gefunden. Leck. Ja. Und hier war halt tatsächlich noch keiner. Ey, ernsthaft? Was will ich denn damit? Wow! Hier ist eine komplett verzauberte Lederrüstung drin. Was willst du damit?
Ich nehme die einfach mal mit, ich stelle ich Justin ins Haus. Die kann er gerne haben. Aber alles mit. Ne, eins mit Protection 4, eins mit Thorns 1 und zweimal. Warte. Projektil Protection 1 und 2. Die reicht ja aus für Justin. Warum? Da reicht nicht meine Diamantrüstung aus, um dem Schutz zu bieten. Projektil Protection 2, Protection 4, Thorns 1, Projektil Protection 1. Ne? Zwei komische Suppen. Und ein Emerald. Da ist so eine Struktur, sogar eine größere. Da sind vier Lampen schon mal drin. Das gefällt mir schon nochmal. Ich hoffe, dass hier Viere sind. Da ist die erste. Und hier war schon einer. Und zwar ein Eik. Hier steht eine Tür, die nehme ich aber mit. Ich habe keine Türen dabei. Ich sehe unseren Unterwassertunnel. Yay! Wir haben es weit geschafft. Also, man kann sich nicht beschweren. Justin will das Ding echt noch weiterbauen? Ich weiß halt nicht wofür, sonst würde ich es auch machen, aber wofür? Ja, wenn wenigstens in die Richtung, in die wir bauen, dort irgendein interessantes Biom wäre, wo wir regelmäßig hin müssten, würde ich das ja jetzt noch verstehen. Aber ja, wir haben doch jetzt ein Villager-Dorf. Und halt auch schon eins voll entwickelt ist. Ja, also. Ja, es soll er, wenn er Langeweile hat, soll er machen. Also, ich werde ihn nicht abhalten. Ja, aber das, was da unten ist, das war nicht Justin, das war ich. Justin hat ja die letzten Male nicht weitergebaut daran. Ich habe jetzt bloß den kompletten Glastunnel und den schmalen Stein-Dirt-Weg dazwischen noch gesehen. So. Oh wow, ich habe das nächste Dorf gefunden. Und ein Schiff, was auf dem Rücken liegt, aber über Wasser. Warum? Keine Ahnung. Die verrottete Kartoffeln. Ja, das war's aber. War bloß die eine Kiste. Aber hier ist ein kleines Minidorf. Soll ich dir irgendwas mitbringen, wenn ich schon mal unterwegs einkaufen bin? Nein, danke. Au! Scheiß Pufferfisch. Das Interessante ist, guck, hier war schon einer, die Türen stehen offen. Das ist direkt bei so einem Eisgletscher-Biom. Das können doch unsere sein. Nee. Das ist nicht direkt dort. Hier war noch keiner, ist ungelootet. Erste Kiste aufgemacht und erstmal Gold, Äpfel und Brot. So. Du, 15. Ein Emerald für eine Steinpicke. Interessant. Ey, aber ich klau euch wieder eure Lampen. Es tut mir leid, aber die Lampen werden benötigt. Wieso? Nehmt doch endlich die aus dem Dorf, das ist doch stackweise. Die Stimmt. upgraden wir ja immer mal wieder, weil sonst kommen die Villager nicht voran. Und ich selbst verwende sie nicht, darum landen sie immer in der Baukiste. Dann werde ich mir die dort immer demnächst rausholen müssen. Immer gerne.
Empty Maps, jetzt habe ich schon 6 davon. Nice. So, und jetzt gebt mir noch bitte 3 Prismarinen-Lampen. Du tradest überhaupt nichts. Was ist hier drinnen? Oh, rote Betesuppe. Die nehmen wir natürlich dankend an. Machen wir das so, dann nehmen wir das hier mit. Und das nehmen wir mit. Nee, nichts Interessantes zu traden. Naja, dann lasse ich die Lampe mal hier. Hier. Die rote Beete, so werden wir gleich noch futtern. Wieder ein bisschen Platz. So. Also das war noch ungelootet, also aber war nicht interessantes. Wieder ein bisschen Eisen, Gold, Essen, Schneebälle und sowas. Mhm. Die in den Schneebiomen haben meist schlechteren Loot als die in anderen Biomen. Fragt man sich doch warum. Da ist ein Unterwasserportal mit Goldblock. Ich find's krass. Die erste Folge von Continuum werden vor dem hier rauskommen. Mit Sicherheit. Erste Folge Continuum? Wird definitiv vor dieser Folge auskommen, wette ich mit dir. Natürlich. Das ist halt so krass, wir haben viel später fangen viel später mit dem Projekt an. Und trotzdem kommt es früher. Schnell nach oben. Ja. Stört mich aber nicht. Aber es ist halt einfach nur ein bisschen krass. Man weiß ja auch nie, wann die letzte Folge Continuum dann jemals erscheint. Mhm. Und ob sie erscheint. Erscheint tut sie schon. Die Frage ist nur, ob wir mittendrin aufhören, weil das Projekt uns, also das Modpack uns geschafft hat, oder ob wir es durchziehen. Zusammen haben wir bessere Karten als allein. Ja, wir werden auch zusammen machen. Also bei CO2 verstehe ich, dass es alleine machen will. Ganz ehrlich, ich kann es auch alleine machen, du auch, aber wir haben es halt schon einmal alleine gemacht. Ja, und zur Not kann er sich ja noch ein Palle dazu holen. Oh je. Nee, nee. Dann sind wir in 2 Tagen fertig. Nee. Das glaube ich nicht. Ich schon irgendwie. Kann ich mir richtig gut vorstellen. Da müssten sie viel, also wirklich 2 Tage lang 24 Stunden online sein, aber selbst dann haben sie es nicht mal durch. Du musst ja den Void-Ressourcen-Miner, ich glaube, alle 4 oder 5 Stufen herstellen. Und da hast du schon Ewigkeiten mit zu kämpfen, um erstmal überhaupt den ersten zu kriegen. Mhm. Eine Lampe bis jetzt gefunden, das ist nicht schön. Bei der Struktur gibt's keine Lampe. Wow,
War da überhaupt schon jemand? Ah. Ja, hier war noch keiner. Ja. Komm her, du Unterwassergnome. Kürzer Fennisch angelt. Nein, danke, die kannst du behalten. Sonst muss ich ja doch zu einem Tempel fahren. Das möchte ich nicht. Und es wird schon wieder Nacht. Bin ich jetzt hier richtig? Ich denke mal schon. Ja, hier ist der Tunnel, der Unterwassertunnel. Oh, da muss ich ja doch zum Unterwassertempel gurken. Heißt also, Milcheimer brauche ich. Silktouch Picke habe ich. Ja. Es wird ein Spaß. Juchei, juchei, das wird ein Spaß. Das ist eigentlich einen speziellen Grund, warum bei den Schafen ausgerechnet pinker Teppich ist. Den habe ich nicht gesetzt. Ich auch nicht. Dann muss Justin auf CO2 gewesen sein. Ich dachte, den hast du gesetzt, weil du es ja nochmal umbauen wolltest. Nö, da habe ich mich jetzt, da habe ich mich bis jetzt mich noch nicht dran betätigt am Umbauen. Ich habe heute gerade mal ein paar Fackeln gesetzt, dass es da mal ein bisschen hell ist. Dahin, dahin, dahin. Das da, das da, das da. Dann Milcheimer. Hier habe ich 5 Eimer. Und mehr besitze ich nicht. Machen wir uns nochmal schnell welche. Schlepp dir doch eine Kuh mit. Ohne die Milchproduktion. Könnte ich halt wirklich machen. Dann brauchst du aber 100 Jahre bis dahin. Hier, komm her. Habt ihr was mitgebracht? 2 Mending-Teile. Wow. So, Justin kriegt jetzt erstmal seine übelst fette OP-Rüstung. Die muss ich vorher noch einfärben. Wenn das noch geht. Wir machen die pink. 2, 4, das müsste schon ausreichen. Ja. Stellt sie mit der Kiste einfach ins Haus und schreibt ein Schild mit Gruß Lucifer. Dann denkt er, das war wieder CO2. Der kriegt einen Armor-Stand reingesetzt. Stell bitte aber nur ein Schild mit Lucifer auf. Lucifer.
Ja, Lucifer. Das englische Wort für Teufel. Yep. So viel Englisch kann er. Ja. Die ist halt wirklich pink, wenn die Verzauberung runter ist. OP. OP. Rüstung für. Nee, OP Rüstung. Mehr brauchst nicht. Mehr brauchst nicht. Gruß Lucifer. Muss ich mir später dann anschauen. Was ein Glück, dass ich die gefunden habe. So, ihr Kackkühe, gebt mir Milch. Zehn Eimer. In der nächsten Folge suche ich mir dann den Tempel raus. So, perfekt. Hier, genau. Da habe ich doch schon das passende Thumbnail. Ich mache einen Screenshot von der Rüstung. So. Boah, kann doch nicht wahr sein. Ui, hier unten laufen wieder zwei geile Schnecken rum. Und Ike geht gleich ans Fenster ein rauchen. Schön.